Hallo und herzlich willkommen zum Tasting Wellness. Ich bin Martin und heute steht alles im Zeichen von St. Kilian. Ja, hat sich schon eine ganze Reihe hier angesammelt. Die meisten habe ich auch schon hier probiert. Zum Beispiel die Whisky.de Exklusivabfüllungen Spätburgunder und Ex-Eiler Cask, das Video 71 und 72. Dann den Five. Das ist das Video 119, den Six, das ist der Video 129, den Four habe ich noch nicht probiert, der kommt noch also, und den Seven. Heute geht es aufgrund dessen, dass er so aktuell draußen ist, um den Seven. Ja. Eine St. Kilian typische Flasche. Ja, im Stil der Potstill. Ich mag diese Flasche. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein Single Malt Whisky. Und zwar ist er in Ex-Sherry-Pix-Fässern gelagert und in Ex-Sherry-Oloroso-Fässern. Und zwar 27% PX und 73% Oloroso-Fässern. Halber Liter, 51,7% Volumenalkohol und kosten ca. 45 Euro. Ja, wir haben hier das Los 21.06.10. Abgefüllt 2021, destilliert 2017. Ja, so viel dazu, was hier auf der Flasche ist. Nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. Das versteht sich bei St. Kilian von selbst. Gluckern in diesen Flaschen ist immer toll. So. Schöne dunkle Farbe. Und vom Geruch her schöne trockene Süße. Nussig, Rosinen. Aber wie soll es auch anders sein bei dieser Fassauswahl? Ein bisschen Pfirsich. Mango habe ich noch. Sehr schön. Ja, und ihr kennt das Spiel. Ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen atmen und dann geht's gleich weiter. Eine Ewigkeit später. So. Geht weiter. Wir haben jetzt 20 Minuten später. Und ja. Ja, ist nochmal mehr aufgegangen, noch intensiver im Geruch, keine alkoholische Schärfe, trotz der 51,7%. Ich bin gespannt. Cheers. Rosinen, Sultanin, nussig, eine leichte Frische wie Minze, Eiche, Eichenfass schmeckt man ein bisschen, leichte Karamellsüße. Ja, sehr lecker. Leichte alkoholische Schärfe. Nee, das ist eher eine Pfeffrigkeit. Also Schärfe von Schärfe würde ich jetzt noch nicht reden. Aber es ist schon, man merkt den Alkoholgehalt jetzt im Geschmack. Aber das ist ja auch vollkommen legitim. Wir sind halt hier bei über 50%. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von St. Kilian kennt und mögt. Ich meine, für mich ist das die
beste Destillerie, die in Deutschland ansässig ist, was Whisky angeht. Just my two cents. Da könnt ihr gerne mal runterschreiben, welche andere deutsche Destillerie ihr vielleicht besser findet, höher im Ranking setzt. Ja. Im Abgang ist er relativ lang. Die Rosinennoten, die bleiben stark präsent. Und dieser Eichenfilm legt sich auf die Zunge und bleibt sehr lange präsent. Länger noch als die Fruchtnoten. Ja, was haben wir noch auf der... hier ist die Verpackung. Gucken wir mal drauf. Kann man da noch was sehen? Ja, 100% gemälzte Gerste, schon vergoren in hölzernen Waschbacks aus Origin Pine. Sorgsam destilliert in Potstills, gereift in Fässern. Das ist immer gut. So. Ja. Gut, mehr haben wir hier nicht. Keine Tasting-Notes drauf. Aber das macht ja auch nichts. Hat ja jeder seinen eigenen Geschmack, den er hier finden kann. Also ich finde ihn als Whisky wieder, oder ich finde ihn sehr gelungen. Der Seven ist sicherlich das Geld wert. Und ja, ich werde mir hier noch schmecken lassen. Und es ist definitiv eine Bereicherung nach der Reihe, nach der Enttäuschung vom Six, der ja hier nicht so gut abgeschnitten hat. Aber das könnt ihr im entsprechenden Video nachschauen. Und wenn euch das kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins mehr der Videos, die hier jeden Samstag um 14 Uhr kommen. In dem Sinne, cheers und tschüss.